Moin Leute, ich bin's mal wieder. Euer Scarhead. Ja, bei Lost Places denken ja die meisten an verfallene Industrieanlagen, ziemlich dunkel, grün, zugewachsen. Die Natur holt sich das Leben zurück, quasi. Ja, aber Lost Place geht auch anders, wie ihr sehen könnt, und zwar da oben. Wir befinden uns hier auf Gozo und zwar hier, um es genau zu sagen, in der Nähe des Ramla Bay. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal hier rauf und schauen uns mal diesen Lost Place etwas genauer an. Sehr groß. Es hieß übrigens Ulysses Lodge. Ja, hier wurden Hochzeiten gefeiert und große Feste veranstaltet. Aber die einheimische Bevölkerung hatte so ein bisschen was dagegen, weil wir befinden uns hier quasi auf einer unbebauten Berglandschaft und das hat so ein bisschen hier die Optik gestört. Leider konnte ich nicht rausfinden, was die Ursache ist oder beziehungsweise was die Ursache war, warum dieser Komplex hier geschlossen wurde. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an, was noch davon übrig ist. Hier waren wohl die Nasszellen oder die Toiletten. Ist aber nicht mehr viel von übrig. Man sieht ja noch hier Waschbecken umrahmt und auch schön mit den einheimischen Mustern hier. Wahrscheinlich waren die Toiletten wohl gebraucht, weil die sind jetzt alle flöten. Erstmal hier, daneben geht es auch gleich weiter. Hier sind quasi, weil wir befinden uns direkt vor dem Pool, befinden sich hier quasi so Männer-Frauen-Klo für die Pool-Begehung quasi. Hier kommen ist es auch wie so ein kleiner, da könnte ich mir vorstellen, da lagen vielleicht die Handtücher drin oder so, keine Ahnung. Hier hat der Mann, der Klomann gewohnt. Aber hier nebenan, etwa
etwas Düsteres passiert. Das wollen die Leute doch mal sehen, weil das Place ist, ne? Könnte ich jetzt ganz düster einen Überschrift schreiben. Teufelsanbietung. Guck euch an. Hier liegt noch ein altes Bett, also wer weiß, ne? Wer weiß, was hier passiert ist. Befindet sich der Poolbereich. Es sieht für mich zumindest so aus, dass sich hier zumindest so ein großer Saal zum Feiern, wie gesagt, hier wurden Hochzeiten abgehalten und das wird alles so ins Bild passen. Da vorne haben wir so eine Art Bar und hier, Moment, das ist sehr interessant, hier befindet sich oder befand sich die Küche. Und es ist noch einiges zu erhalten, zu erkennen. Man sieht kurz Abzugshaube, einen alten Herd, eine ziemlich große Dunstabzugshaube, besser gesagt. Aber the cake is a lie. Finden wir uns jetzt in den Vorratsräumen. Und wie ihr hier unten erkennen könnt, da ist noch ordentlich Geschirr vorhanden. Zwar, wie ihr sehen könnt, die Pappe hier ist weggegammelt, aber Geschirr und hier Eislöffelchen noch en masse vorhanden. Are you not entertained yet? Weil das hier alles nur für Zwerge gebaut ist. Ja, wie ihr sehen könnt hier, Reptilien sind auch vorhanden. Und ich finde, das gibt ein super geiles Bild hier mit der Dose zusammen, die auch schon seit einigen Jahren hier scheinbar rostet. So, wir sind jetzt ganz oben angekommen. Leider ist der letzte Raum, beziehungsweise das letzte Häuschen, was ich gerade eben gesehen habe, Privatgrundstück jetzt mittlerweile. Kamera überwacht, also leider nicht reingekommen. Das vorige Gebäude, das da unten davor war, war auch ziemlich lahm, da war nichts zu sehen, es waren wohl nur leere Steinmauern. Ja, und jetzt ist hier oben quasi an dem Rest nur noch eine Aussichtsplattform. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video. Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Cheers.